Haselsteg. Der Film zeigt Teile von meinem Parcours und ich schieße hier mit verschiedenen Bögen, also Compound-Bogen und Recurve-Bogen. Compound-Bogen mit Visier und Recurve-Bogen blank. Und ich habe die besten Schüsse, die Glückstreffer, da zusammengestellt. Leider schieße ich nicht immer so. Super Schuss. Ja. Einfach ein guter Schuss. Gibt's nix. Ja. Der Bogen ein Recurve 45 Pfund. Carbonpfeile mit einem Gewicht von 385 Gren. Befiederung 4 Zoll. Hier schieße ich mit einem Compoundbogen 80 Pfund Pfeile Aluminium 510 Gren. Der Bogen hat ein Visier mit 5 Pins. Ich schieße den Bogen mit einem Ledertab. Das war er. Durch das Energie. Der stört's ab. Nochmal. Mhm. Weißt du, was er schon war? Ja. Aber Vorsicht, wer jeden Tag, so wie ich, 400 Pfeile schießt, zum Teil mit 80 Pfund Böge, der kriegt mit der Zeit Schulterblätter wie ein Gorilla und eine Schlagkraft wie Klitschko Brüder zusammen. Bei einer Entfernung von 45 Meter braucht man schon einen schnellen Bogen, wenn man ein bewegliches Ziel schießen will. Also wer viel schwere Bogen schießt und oft schießt, kriegt tatsächlich ein Problem, weil er einseitig belastet wird. Und zweite Sportart wäre bestimmt nicht schlecht. Schwimme wäre bestimmt gut. Ich mache als Ausgleich Sport Wing Chun und das langt im Moment. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Gucken wir uns den Schuss an. Ja. Seelen 2 mm. Das ist immer schlecht. Das war ein Kill. Da ist der Luftballon und neben dran das kleine Weiße. Das ist ein Tischtennisball. Also ich versuche zuerst den Luftballon zu schießen und dann anschließend den Tischtennisball. Die Entfernung
also ich habe jetzt kein Bandmaß genommen, es sind 102 Schritte. Was immer das auch ist. 102 Schritte. Mal gut's geht. Luftdampon ist kaputt. Zoomen wir hin. Der Bogen, den ich hier benutze, hat 55 Pfund und ich schieße ihn mit Carbonpfeilen mit 385 Grain. Die besten Ergebnisse erreiche ich beim instinktiven Schießen, das was man da gerade sieht. Ziel angucken, Pfeil fliegen lassen, treffen. So, dort der dunklere Flecke mit dem etwas helleren drin, das ist mein Pfeil. Alles klar. Der Reiz an dem Schuss sind die vielen Hindernisse auf dem Weg, den der Pfeil dorthin macht. Yeah. Das waren so 90 Meter, circa, eher ein bisschen mehr. So, da unten steht meine Schnecke. Da komme ich jetzt gleich drauf vorbei. So, die hat einen Kill. Da unten ist 7 Uhr am Schneckenhaus. Treffe ich nicht immer so. So, da übe ich das macht zwar unheimlich Spaß, wenn man mal richtige Treffer landet tut, aber es verliert mit der Zeit der Reiz. Das ist mir beim Pistolenschießen passiert. Ich habe 30 Jahre Kurzwaffe geschossen, Revolver und Pistole. Und als ich dann in die Regionen von 600, 590, 595, 96 geschossen habe, dann war irgendwann der Reiz vorbei und der Spaß natürlich auch. Das wird man sehen. Entfernung circa 70 Meter. Die Ziele sind 15 cm. Jetzt kommt's aber. Man kann ja nicht nur treffen. Wenn man immer treffen wird, wäre die ganze Sache wirklich stinklangweilig. Ab und zu muss man mit Genuss vorbeischießen können. Sonst macht's keinen Spaß. Boah, zwischen den zwei durch. Oben drüber. Letzte Chance. Nix kann er. Der kurze Kill. Alle an derselben Stelle durch. Nix war's. Aber ich hab noch ein Messer. Dann steche ich ihn ab jetzt, wenn ich wiederkomme.